Herzlich willkommen wieder zu einer Ausgabe, deutschen Ausgabe des Online-Salons des Integralen Forums. Ich bin Heidi Hörnlein von thewisdomfactory.net, wo wir all diese Aufnahmen, diese Gespräche posten. Da könnt ihr viele finden, auf Englisch und auf Deutsch. Und heute haben wir was ganz Spezielles. Einen ganz speziellen Gast, Daniela Borschel, die ja sehr viel mit dem Integralen Forum zu tun hat. Wir werden darüber wahrscheinlich sprechen, nehme ich an. Aber mit einem wunderbaren Thema, und zwar Kado als integrale Lebenspraxis. Was ist denn Kado? In dem Vorgespräch haben wir gesagt, ja, wir reden über Ikebana, und deswegen habe ich schnell ein paar Blümchen gepflückt, so was ich hier gerade so finden konnte, hauptsächlich Oleander, aber auch ein paar andere. Und wollte das ein bisschen ausschmücken. Und nun bin ich ganz super gespannt, dass das eine Lebenspraxis sein kann. Blümchen pflücken oder wie? Keine Ahnung. Bevor wir aber ins Thema gehen, Daniela, kannst du ein bisschen was über dich sagen? Ja, danke dir, Heidi. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich heiße Daniela Borschel, lebe im Süden von Deutschland, in der Nähe von Nürnberg. Und ich möchte heute mal meine Biografie in Bezug auf Blumen, Pflanzen aufzeigen. Ich bin geboren worden so im Stuttgarter Raum und meine Mutter hat mir sehr, sehr früh die Natur nahegebracht. Vor allem das genaue Beobachten. Also das sich überraschen lassen von Formen, von Farben, von Düften. Und so dass ich eine ganz reiche Kindheit hatte durch diese Offenheit. Irgendwie zieht sich so der grüne Daumen, sagt man, durch unsere Familie. Auch schön, guterweise durch beide Linien, also der väterlichen wie der mütterlichen bei mir. Ja, und in meinem ganzen Lebensweg habe ich irgendwann nach dem Studium, im Studium habe ich mich schon sehr stark so nach Asien ausgerichtet, Chinesisch gelernt, Japan noch nicht so gesehen. Und dann im Berufsleben fehlte mir etwas. Mir fehlte dieser Bezug zu Natürlichem in Form von Pflanzen. Und zwar nicht so dieses Profane. Ich stelle mir, also ich habe immer mir einen Blumenschmuck hingestellt. Immer wieder, auch im Büro, in der Arbeit, mir war es sehr wesentlich. Aber ich wollte in diesen Kontakt kommen mit natürlichem Material. Und wenn man in der Stadt lebt und businessmäßig mit Koffern durch Flughäfen läuft und in Meetingräumen sitzt, dann ist das ein Bedürfnis, das wurde größer und größer. Und so habe ich irgendwann mit Ikebana begonnen. Zuerst an der Volkshochschule. Einfach so, ganz spontan. Dann habe ich erlebt, dass dieses Ikebana, dieses vordergründige Arrangieren von Pflanzen, also eine Kunstform, dass da viel mehr dahinter ist. Ja, und das ist ein Teil meines Lebens. Also das heißt, Kado, dieser Blumenweg, der zieht sich jetzt seit mir sozusagen seit 1900, ich hoffe, ich bekomme jetzt das richtige Jahr hin, ich meine 96. Ist das ein Teil meines Lebens? Ich bin seit 2003 Ikebana-Lehrerin, also Lehrerin einer Tradition dieses Ikebana, sodass ich also sowohl immer Schülerin geblieben bin bei Meistern oder jetzt bei einer Meisterin ganz konkret, aber immer auch Lehrerin. Ja, so viel dazu. Was hat das mit dem Integralen zu tun? Ja, das wollte ich gerade sagen. Die wenigsten Leute kennen dich in dieser Art und Weise. Ich habe es ja jetzt bewundern dürfen bei der Tagung, wo du überall die schönen Blumenarrangements gemacht hast. Und das, auch wenn man es nicht direkt drauf guckt, aber es ändert die Atmosphäre. Ja? Wenn auf so einem Tischchen, wenn man da drumherum sitzt und miteinander spricht, dann ist in der Mitte ein Blumenstrauß. Ja? Also, es ist was ganz was anderes. Und ich kenne ja die Leute im integralen Umfeld eher als Macherin, sag mal, Organisiererin und so weiter. Und da ist es doch ganz schön, mal eine andere Seite von dir kennenzulernen. Wunderbar. Und dass du Chinesisch gelernt hast, oh, meine Hochachtung. Japanisch irgendwann auch, aber ich spreche es nicht. Also es ist zu viel einfach. Ja. Italienisch auch, also das kann ich noch etwas Oh. als Chinesisch. Wahnsinn, Wahnsinn, was du alles machst. Ja.
Alles geht aber nicht in der Übung. Aber der Ikebana ist etwas, was einfach eine dauerhafte Praxis geworden ist. Ja, erzähl uns mehr darüber. Und davon möchte ich dir erzählen. Also du hast gerade davon gesprochen, dass diese Räume, also dass ein Ikebana in einem Raum wirkt und eine Veränderung dieses Feldes, dieser Atmosphäre macht. Und es gibt sozusagen diese äußere Wirkung dieses Blumenweges, aber es gibt eben auch diese innere Wirkung, die Wirkung einer Reifung in einer bestimmten Art und Weise. Und ich würde euch heute ganz gerne und dir ganz gerne erzählen, warum ich finde, dass Kado eine integrale Lebenspraxis oder eine sehr gute Form eines Teils einer integralen Lebenspraxis ist. Und nachdem wir ja das integrale weibliche Bewusstseinsfeld wieder gegründet haben, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein weiblicher Weg sein kann, weil es doch sehr viel mit Ästhetik zu tun hat, mit Lebendigkeit, mit Erde, ja. Bezogenheit zur Natur, das, was mir scheint, doch vorwiegend ein weiblicher Aspekt ist, was nicht heißt, dass Männer das nicht auch haben können, aber glaube ich mehr, wir sind mehr erdverbunden von der Natur her und möglicherweise, also das ist jetzt gerade eine Hypothese, die ich da ausspinne, vielleicht kannst du darauf auch ein bisschen eingehen. Gerne. Vielleicht fange ich gleich damit an, mit dieser Frage. Interessanterweise ist Ikebana in seinen Wurzeln ein männlicher Weg gewesen. Also es begann mit diesem Erkennen des Menschen, dass Blumen Schönheit ausdrücken, etwas ausdrücken. Und so nahm man irgendwann Blütenzweige mit in Räume. Zuerst in Räume wie Tempel, ja? Also in einen buddhistischen Tempel zum Beispiel. Und irgendwann wanderte sozusagen dieses Schmücken, Ausschmücken von einem Raum mit dieser Wirkung hin in das sozusagen an den Kaiserhof Japans und war zuerst von Tenno, also vom Kaiser mit seinem Hochadel eine gepflegte männliche Praxis. Und ich muss da auch manchmal so ein bisschen an unsere früheren Herrscher denken, wo die Künste oft auch männliche Ausdrucksformen waren. Also die Malerei, die Musik. Und so war dann eben auch der Blumenweg, das Ikebana, eine sehr männliche Tradition. Und ich glaube, es war eine gute männliche Übung, um das Weibliche zu integrieren. Also, um darauf zu kommen, das ist so meine Interpretation. Ja. In Japan gibt es da natürlich, das war dann am Anfang, wurde das nur in der männlichen Linie vererbt. Und es war ein Geheimwissen, das zuerst nur Männern übergeben wurde. Und selbst heute werden diese Traditionen noch in der männlichen Linie vererbt. Und nur wenn es keine männlichen Nachfolger gibt, gibt es Frauen. Sehr spannend. Also diese Iemoto-Tradition, sehr hierarchisch, sehr traditionell. Das hat aber wahrscheinlich sehr weiblich. Ja, es hat wahrscheinlich eher mit der Gesellschaft zu tun als mit dem Objekt oder dem Subjekt, nicht? Weil halt die Männer diejenigen waren, die in der Gesellschaft das Sagen hatten und deswegen alles an sich zogen und dann eben auch diese Dinge, denke ich mir mal, ja. Und das ist erst langsam jetzt in unserer Zeitalter der Gleichberechtigung auch Frauen da sich eine Tradition aufbauen können. Ist das so? Du sagst, inzwischen ja. Ist es eine stärker von Frauen geübte Praxis. Hohe Meister sind immer noch auch viele Männer, das in den Schulen vor allem, also auch traditionell in Japan. Aber sobald wir nach Europa gehen, sind die Männer sehr rar. Und es ist eine sehr weibliche, also die Praktizierenden sind vor allem Frauen. Und jetzt bei der jungen Tradition, also nicht Tradition, bei der jungen Generation wird es wieder gleicher. Also wird es wieder sozusagen ausgewogener, sehr spannend. Also die Samurais haben es zum Beispiel auch geübt, das Ikebana. Genau. Ja, kommt mir sehr geheimnisvoll vor. Erzähl doch ein bisschen, was genau das nun ist. Das erzähle ich einfach mal von dem Bezug aus meiner Sicht zur integralen Lebenspraxis. Ken Wilber spricht ja von verschiedenen, also wenn er von integralen Lebenspraxis spricht, eigentlich von einer übergreifenden Schulung, die sozusagen in die Schulung in verschiedenen Modulen, die er dann nennt, die
die gleichzeitig Körper, Verstand, Geist und auch Schatten, also das sind diese vier Kernmodule sozusagen, als eine Ich-Praxis pflegen, dann erweitert um weitere Praktiken des Tuns, des Übens, also sodass dass letztlich eine integrale Lebenspraxis das ist, was uns Reifung ermöglichen kann, Wachstum ermöglichen kann. Und deswegen sich lohnt, sozusagen einen Blick drauf zu werfen, womit wir unsere Zeit verbringen, worin wir uns üben, ob wir uns sozusagen immer im selben üben, um darin Spezialistin zu werden, oder ob wir uns in einer Form üben, die diese Vernetzung ermöglicht, dieses Ineinandergreifen. Und ich habe gerade so von den Modulen gesprochen und vielleicht als erste Idee, warum ich finde, dass Kado eine verknüpfende Praxis auch ist. In Kado wird der Körper geschult, also dieses Modul Körper, das Wilber hat, er spricht ja von diesem grobstofflichen, dem feinstofflichen und dem kausalen Körper und dieser Übung darin. Und im Ikebana ist es so, dass das Ikebana eine sehr, sehr stark haptische Übung darstellt. Das heißt, eine feinmotorische Übung mit den Fingern zu arbeiten. Was wir auch in Handwerkskünsten sehr in den Traditionen sehen und was manchmal Kinder auch wieder üben, wenn sie im Waldkindergarten sind, wo sie zum Beispiel ganz anders lernen, mit ihren Fingern zu arbeiten, ja, oder in Schulen, die das auch fördern. Also diese Übung der Haptik, des Spürens, des aber auch damit Arbeitens, ist eine wirkliche Übung im Ikebana und das ist eine sehr, sehr langjährige Übung. Also zum Beispiel das Formen eines Zweiges in eine Form, die man möchte. Also einen Weidenzweig zu nehmen, der gerade ist und ihn mit der Wärme der Hände und genau mit der richtigen Menge an Druck in die Form zu biegen, die hinterher bleibt. Das ist eine Übung, die ich noch, bis ich sterbe, üben werde, solange meine Hände das können. Es ist unglaublich, also was geht, und es können vielleicht Menschen nachvollziehen, die im Bereich Heilung arbeiten, die in Künsten arbeiten, die modellieren, also oder ich sag mal vom Teigkneten angefangen beim Kochen, dieses wirkliche Arbeiten mit unserer Gabe der Hände ist großartig. Und viel wird beim Ikebana eben davon gesprochen, dass es das Sehen auch fördert. Also das heißt, es ist sehr, sehr stark eine haptische Übung des Grobstofflichen und gleichzeitig aber auch des Feinstofflichen, weil mit der Zeit auch die Aura von Pflanzen erkannt wird. Also ich gehe vielleicht doch nochmal erst auf das Haptische. Also die Schere, sagte der Gründer dieser Sogetsu-Schule, der ich zugehöre, der hat eine ganze Abhandlung, eine philosophische Abhandlung geschrieben, die heißt Kadensho. Und er schreibt darin, dass sozusagen irgendwann die Schere Teil des Körpers wird. Das klingt komisch, aber sozusagen, es verlängert sich der Körper. Und ich kann es so beschreiben, dass ich zu Beginn unbedarft in den Garten oder in den Wald ging, um Zweige zu schneiden. Und ich suchte die Zweige, die mir gefielen. Mein Ich wollte einen schönen Zweig. Einen kräftigen Zweig, einen bunten Zweig, einen besonders wunderbar gestalteten Zweig. Inzwischen schneide ich nicht den Zweig, den ich will. Es schneidet sich. Also es gelingt nicht immer, aber es ist sozusagen ein meditatives mit der Pflanze sein. Und die Schere schneidet an der richtigen Stelle und sie schneidet genau einen Zweig, wenn ich einen brauche. Das ist sozusagen dazwischen bewegt sich die Praxis. Ja. Ja, ich wollte dich fragen, du sagst, du brauchst den Zweig. Ich kenne ja nun Zweige schneiden, wenn man zum Beispiel die Rosen zurückschneidet oder die Olivenbäume schneidet und sowas. Das ist doch grundsätzlich was anderes oder ist es was Ähnliches? Könnte das genauso sein? Ja und nein. Wenn du in deinem Garten Rosen zurückschneidest oder Obstbäume, oder Zweige an Büschen. Du weißt, also mit dem gärtnerischen Wissen, und da kommt eben genau auch der Verstand ins Spiel, weiß ich irgendwann, was sozusagen für diese Pflanze gut ist. Ja? Das heißt, ich werde nicht ein Forsythienbusch in runder Form schneiden, weil das ist gegen den Wuchs.
Und ich werde wissen, ob ich einen Rosenzweig über den Augen und in welcher Richtung abschneide, wann ich überschneidende Äste innen im Baum rausnehme, um, ich sag mal, dem Apfelbaum zu ermöglichen, Frucht zu tragen. Das ist sehr, sehr, da ist sehr viel Ähnlichkeit drin, in diesem achtvollen Umgang damit. Das bedeutet aber, dass ich das wissen muss, dass ich es vorher erst gelernt habe. Was ich raushöre, dass bei dir nicht unbedingt der Fall ist. Du kannst in den Wald gehen und hast das Gefühl, du brauchst einen Zweig und gehst und suchst einen, den du für dich brauchst. Das ist aber jetzt nicht, dass du das für den Baum tust oder für eine Ernte oder irgend sowas. Ja, das Spannende ist, wenn ich genau hinschaue, schneide ich immer sinnvoll für die Pflanze inzwischen. Also außer ich bin total in meinem Ego, im Stress oder so. Ja, also ich kann nicht immer diesen Zustand halten. Aber letztlich ist da schon sehr viel Wissen dabei. Nur dieses Wissen ist nicht mehr im Vordergrund. Es ist ein implizites Wissen geworden. Aber ich habe mich enorm viel mit Baumschnitt, enorm viel mit... Also ich kenne mich richtig aus. Ja, also okay, das ist, was ich wissen wollte. Das ist nicht einfach nur irgendwie was Schönes und Blümchen und Zweigchen zusammenstecken, sondern dass da auch eine ganze... sagen wir mal, Wissenschaftler dahinter steckt. Ja, ja. Also könntest du mich auch in deinen Garten schicken. Gerne, also, komm. Bäume bin ich nicht so gut, aber die, ich sag mal, normale Themen, ja, das ist eine, also das gehört dazu sozusagen. Mhm. Also dieses Wissen zu schulen. Und ja, manchmal muss man einfach auch richtig viel schneiden, weil das ist gut. Ja, und ich hatte am Anfang immer ganze Bedenken, tat mir der Baum immer leid. Aber hinterher habe ich immer festgestellt, dass er sich freut, weil er, also das ist meine Interpretation natürlich, aber wenn er so kräftig wird, ja, und alle neue Triebe, die so richtig gesund aussehen und vorher sah oftmals so ein bisschen schon die Blätter wurden schnell gelb und so. Genau. Ja. Schön. Also das heißt, deswegen meinte ich, das ist so eine Spanne von ganz unbedacht sein, auch wenig wertschätzend sein im Tun, im Schneiden eines Zweiges bis zu einem sehr, in einem Flow zu sein, in einem Zustand von Einheit mit dieser Pflanze zu sein. Und das kann dann auch erfordern, viel zu schneiden. Es kann aber ich nehme es sozusagen nicht weg, nur für meinen Willen. Das ist dieser Unterschied. Und das heißt, der Körper, diese Übung in diesem Körpermodul, das ist wirklich motorisch, greift ganz, ganz eng zusammen mit diesem Verstand, also mit der Schulung des Verstands. Ein ganz konkretes Lernen von Fähigkeiten. Ja. Also da kann ich zum Beispiel auch aufzählen, dass man natürlich auch lernt, wie man eine abgeschnittene Blüte möglichst lange im Wasser am Leben erhält. Ja. Also von in Sake tauchen, was die Japaner bei manchen Blumen machen oder was man kennt beim Flieder, Klopfen der unteren Zweige, die Blüten in Wasserhüllen und in Papierhüllen und mit heißem Wasserdampf, zum Beispiel verhärtete Zweige bei Sonnenblumen oder so oder bei Flieder nochmal zu nutzen. Abschneiden von Blüten unter Wasser, damit die Kapillaren keine Luft ziehen. Schräges Anschneiden von Rosen, also holzige Blüten. Ein genaues Lernen, bei welchem Material, wie. Da gibt es Bücher dazu, also das ist mehrere. Das ist interessant. Ein bisschen was wusste ich, das Unterwasseranschneiden von Rosen. Ich habe mal in meiner Schülerzeit ein paar Tage Aushilfe in einem Blumengeschäft gemacht. Und da habe ich das bisschen gelernt. Genau. Sehr schön. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ja, genau, also das ist so das Thema Lernen, also wirklich auch Wissen aneignen und ein Wissen aneignen, das man dann verwenden kann. Ja? Wenngleich das jetzt sicher nicht das ganze Modul abdeckt. Aber ich würde ganz gern auch noch eben auf dieses Modul des Schattens kommen. Also Wilber spricht ja von in den Kernmodulen eben auch von einer eigenen Schattenarbeit, einer Praxis. Der hat zum Beispiel diesen wunderbaren 3-2-1-Prozess als eine, er nennt das Goldstar-Übung. Und erst nach vielen Jahren des Ikebana wurde mir das so, und mit dem Lernen des Wilberianischen, dieser Landkarten sozusagen, wurde mir bewusst, dass jede, diese Gestaltung eines Arrangements,
Also schon das Schneiden dieser Zweige von gerade eben, aber dann auch in der Gestaltung des Arrangements. Es sozusagen dieses Arrangement immer wieder ein Spiegel ist. Es ist sozusagen ein sich permanent, also im Gestaltungsprozess sich permanent verändernder Spiegel dessen, was in mir gerade nach außen geht. Also zum Beispiel, wenn ich einen Zweig biege, wie ich es gerade hatte, und ich bin einen Moment lang nicht aufmerksam, also ich bin nicht im Jetzt, nicht im Moment, dann bricht dieser Zweig. Oder er gestaltet sich nicht, wie ich möchte. Und wenn ich dieses Brechen höre, dann kann es sein, es ist ein Brechen, weil es es braucht. Manchmal muss man die immer ganz leicht brechen, also leicht brechen, damit die bei so sehr holzigem Material. Und manchmal ist dieser Bruch der Bruch damit, dass es kaputt geht. Wenn ich sozusagen erkenne, ich habe jetzt etwas gewollt, und es ist dann nicht gelungen, dann gibt es mir ganz, ganz schnell eine Rückmeldung. Im Moment. Oder wenn ich dauernd am Quasseln bin, während ich so ein Arrangement gestalte. Dann wird dieses Arrangement anders sein, als wenn ich es in Stille gestalte. Wenn ich vorher kurz in einen Moment der Ruhe gehe und sozusagen daraus gestalte. Und das kann ich aus meiner Lehrerinnenpraxis einfach sagen, welche riesen Schritte Schüler und Schülerinnen machen, wenn sie erkennen, dass sie sozusagen diese, wie in der Meditation, das viele Ablenkende, die sozusagen die Gedanken, die kommen, die Körperempfindungen, die kommen, wenn das nach und nach weg ist, also nicht weg ist, aber eben nicht mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann entstehen plötzlich völlig andere Ausdrücke dieser Arrangements. Also das ist wie Meilensteine, man spürt diese Veränderung. Und das bedeutet, dann hat diese Person einmal dieses Geistmodul dabei, also so ein Stück, das als eine meditative Praxis auch zu halten. Und gleichzeitig ist es auch ein Stück gelungen, immer wieder das, was sozusagen mich antriggert, zu nutzen. Also sozusagen nicht zu sagen, oh Gott, jetzt geht das schon wieder nicht. Ja, die innere Stimme so, ach, jetzt hast du dich schon wieder zu hart gebogen oder... Also nee, jetzt hast du es schon wieder falsch abgeschnitten. Also so innere Stimmen einfach zu nehmen und aber eben auch das, was will ich und was kann dieses Material mir ermöglichen. Also das zu akzeptieren, dass es da auch eine Beschränkung gibt. Ich habe gerade gedacht, du hast mir nicht telepathisch vorhin beigestanden, denn als ich diese Blumen pflückte, da ist so eine, diese hier, ne, soll ich mal heranholen. Ah, jetzt schon wieder macht es das. Die hat lauter kleine Dornen und die sind mir alle in die Hand gegangen. Und da habe ich, ach, so verdammte Scheiße, da beißt die mich, ja. Oh, schon wieder. Überall, wo ich rankomme. Und ich habe es natürlich gemerkt, ne, und habe ein bisschen gelacht darüber. Aber ich kann das jetzt so ein bisschen nachvollziehen mit dem, was du sagst. Das ist eine Bewusstseinsübung auch ist, ja? Ja, genau. Sehr schön. Natürlich, das Arbeiten jetzt wirklich mit Kakteen oder so ist schon eine Herausforderung, oder? Vor allen Dingen, ich war mir nicht bewusst, dass die solche lauter so kleine Dörnchen hat. Ja, das sind Härchen, die da so richtig in die Finger gehen. Aber ich wollte sie trotzdem haben, weil ich die so schön fand. Und die Farben, dachte ich, passten gut dazu. Okay, mach du mal ruhig weiter. Ja, ich überlege gerade... wo ich weitermache. Also das heißt, meine These ist und auch meine persönliche Erfahrung, ja, Ikebana ist sozusagen dieses Tun, dieser Kado, diesem Blumenweg zu folgen, ist eine Übung in vielen verschiedenen Modulen gleichzeitig. Dort sicher nur in bestimmten Aspekten oder bestimmte Aspekte sind betonter als andere. Aber was ich besonders finde an dieser Form von Kombination von Modulen, ist eben, dass wir auch sehr, sehr stark in einer Verbindung mit anderem Lebendigem sind. Also diese Ich-Praktiken in den vier Kernmodulen, die können ja auch sehr, sehr unverbunden stattfinden. Und jetzt könnte man sagen, im Kado ist es automatisch verbunden mit mit Pflanzen, mit Blumen. Und für Japaner sind natürlich Blumen auch Lebewesen. Ja, das heißt, das ist auch eine philosophische Frage oder eine Frage, wie wir das sehen. Wo,
wo hört für uns Bewusstsein auf? Also haben Tiere Bewusstsein, haben Pflanzen Bewusstsein? Sind Pflanzen fühlende Wesen? Und diese Fragen, ja, da könnten wir jetzt einen extra Podcast dazu machen. Aber ich empfinde eben im Kado auch immer etwas, was automatisch sozusagen mich in eine Beziehung zu anderem Leben bringt. Das ist genauso, wie ich nicht reiten kann auf einem Pferd, wenn ich das Pferd nicht respektiere, wenn ich das nicht als Charakter nehme. Ja? So kann ich auch auf Dauer, so kann ich als Ikebana-Künstler auch, glaube ich, keine ausdrucksvollen Ikebana schaffen, die auch andere Menschen berühren, Räume verändern, in einer verbessernden oder bereichernderen Form, wenn ich nicht bereit bin, mich sozusagen auch dem zu stellen, was mir eben dieses Material da, das ich da bearbeite, gibt. Und das hat Grenzen. Ja? Also ein Zweig ist eben kein technisch gemachtes Ding. Ich habe jetzt noch eine ganz andere Frage. Du hast das Beispiel mit dem Pferd gesagt, ja? Dass du dann in der Verbindung mit dem Pferd bist. Aber dem Pferd schneidest du ja nicht die Beine ab oder die Wurzeln, aber der Blume schneidest du die Wurzeln ab oder dem Zweig. Wie verbindest du das? Und du sagst, es ist Leben. Es ist Leben, aber in dem Moment, wo du es ja abschneidest, begrenzt du ja das Leben auf relativ kurze Zeit. Ja. Wie geht das zusammen? Das ist das Schwierigste darin, also eine Zeit lang zumindest in der Übung, wenn einem das bewusst wird, dass in dem Moment man etwas abschneidet und damit dieses Leben innerhalb des, also ich sag mal jetzt die Blüte, die Knospe zum Beispiel abschneidet, die jetzt nicht mehr aufblüht, in Verbindung mit den Blättern, die da dran sind und allem. Gleichzeitig nehme ich es und stelle es in einen anderen Rahmen, in einen anderen Kontext. Also ich schaffe etwas Neues. Das ist schon ein Stück auch ein Schöpfungsprozess. Und gleichzeitig ist es eine andere Art von Leben. Ich würde sagen, es ist wie ein Übergang. Ikebana ist philosophisch etwas, wo wir uns immer mit Vergänglichkeit beschäftigen. Das ist etwas, wo die Zeitkomponente immer dabei ist, wo immer Entstehen und Vergehen dabei ist. Das ist sozusagen immanent. Ich kann das nicht wegnehmen. Das heißt, es ist auch immer eine eigene Auseinandersetzung mit dem eigenen Ende oder mit diesem Wunder von Leben. Also ich sag mal, das mit dieser ganzen Facette, also es gibt, ich kann das jetzt nicht auswendig, aber es wird irgendwo auch geschrieben, ja, dass es zwar im Moment passiert, das Abschneiden, das Gestalten, dass es aber dennoch immer auch überdauert. Also Beispiel, eine Blüte abzuschneiden, ich hatte jetzt erst wieder zwei Kurse für Anfänger und Anfängerinnen, die mir dann hinterher sagten, es ist unglaublich, dass Ikebana, die Blüte steht immer noch in diesem Wasser, es ist 14 Tage her. Das ist doch ein Wunder. Mhm. Und interessant, dass alles, was ich abschneide und in eine Ikebana-Stelle hält, länger als in einer Blumenvase. Das ist einfach empirische Erfahrung. Also das heißt, dieser wertschätzende Umgang mit dem Material, das nicht zu vollpacken, das immer fürs richtige Wasser und die richtige Temperatur zu sorgen, ist sozusagen wie ein zweites Leben. Und die halten manchmal sogar länger als draußen im Garten in der Sonne. Das grenzt ja fast an Wunder, aber das meine ich nicht wirklich so. Ne? Man weiß ja, wenn die richtigen Faktoren zusammenkommen und dass vor allen Dingen, wenn die Liebe dazu kommt, dass das ja sehr großen Einfluss auf die Wesen hat und auf Pflanzen. Man hat ja auch selbst wissenschaftliche Forschung darüber gemacht, wie die Einstellung der Menschen, die den grünen Daumen haben, auf die Pflanzen wirkt. Ja. Ja. Die Leute, die keinen grünen Daumen haben oder sogar feindlich den Pflanzen eingestellt sind, dass die Pflanzen Angst davor haben. Das heißt, es ist sicher wahrscheinlich ein Unterschied, wenn du eine Pflanze abschneidest und sozusagen
einlädst zu was Größerem, wo sie beitragen kann. Ja. Das, und die Vergänglichkeit, das ist ein Thema, dem wir alle ausgesetzt sind. Und das ist dann eigentlich eine sehr schöne Erinnerung daran, ne? Wenn wir uns dessen bewusst sind. Da kam ja auch die Frage vorhin mit dem Bonsai. Da wird ja nun nicht abgeschnitten, also in dem Sinne von der Wurzel abgeschnitten, aber die Pflanze wird so irgendwie behandelt, damit sie klein bleibt, aber trotzdem lebt mit dem im insgesamt. Was ist da der Unterschied? Ich bin jetzt keine Meisterin des Bonsai. Einfach nur so grob, ja. Also es sind sehr, der Unterschied ist für mich, dass es länger, also dass es viel weniger, also ein Bonsai ist ausgerichtet auf lange. Mhm. Also auf eine sehr lange Zeit des Wachstums, das einfach sehr, sehr zurückgehalten wird. Wie du sagst, dass es klein bleibt. Mhm. Während ein Ikebana für einen Raum, für eine Zeit ist. Ah, okay. Also es wird auch sofort, es wird verstanden, dass es irgendwann vorbei ist. Also es schmückt für eine Zeit. Während ein Bonsai lange, also da ist eigentlich immer der Gedanke, dass es ewig hält. Ewig, also genau. Zumindest so lange, wie ein natürlicher Laubbaum zum Beispiel auch leben würde. Ne? Ja, danke. Mhm. Aber sonst ist es sehr viel ähnlich, also biegen mit Drähten und also kürzen von Teilen. Ja. Und wenn du es mit Liebe machst, dann überlebt der Baum. Und wenn nicht, dann wird er wahrscheinlich nicht überleben. Also ich meine, das ist gar nicht komisch, ja, sondern ich meine das wirklich ernsthaft. Ja, genau. Nachdem wir in letzter Zeit ja so viele Erkenntnisse, auch wissenschaftliche Erkenntnisse haben, wie sehr unsere innere Einstellung nach außen wirkt und auf andere Wesen einwirkt. Ne? Mhm. Schön, ich wollte dich aber gar nicht so unterbrechen, mach ruhig weiter. Alles gut. Also ich würde ganz gern nochmal auf diesen, du hast am Anfang ja davon gesprochen, vielleicht auch weiblicher. Und ich möchte es jetzt mal von diesem Gender-Thema Mann und Frau wegnehmen, hin zu diesem, das weibliche Prinzip. Und da sehe ich eben, also im Ikebana gibt es ganz, ganz stark immer wieder auch das Yin und Yo oder Yin und Yang, ja, dieses Prinzip. Das heißt, es gibt im Ikebana immer dieses Gegenüberstellen von Polaritäten. Also zum Beispiel sagt man, dass es eben, ich schaue jetzt gerade selber, es gibt zum Beispiel die Schattenseite einer Pflanze und die Sonnenseite. Also wenn man einen Zweig betrachtet, sieht man manchmal, welche Teile gehen zum Licht. Ja? Also Ober- und Unterseite von Blättern oder Knospen und Blüten. Also das heißt, es gibt in diesen Materialien auch immer ein Licht und einen Schatten, ein Yin und ein Yang oder Yin und Yo im Japanischen. Also das gibt... Es gibt immer diese Polarität. Und jetzt kann ich natürlich diese Polarität auch, ich kann einen Teil davon stärker betonen, aber es wird sozusagen nie wirklich gut. Gut im Sinne von wertgeschätzt gut, wenn ich das andere ganz weglasse. Es braucht irgendwo immer auch diesen Kontrast. Und wenn er nur ganz klein ist, das finde ich ganz spannend. Und was ich sehr weiblich nochmal finde am Kado, ist eben dieses Ausrichten auf eine Dreiheit, in der die Schönheit, also das Schöne, eine große Betonung hat. Also sehr oft im Integralen sprechen wir von dem Wahren, Schönen und Guten. Und fast immer geht es nur um das Wahre und Gute. Also ich sage das jetzt mal hart, ja, als mit meinem Blick. Und das Schöne, ich würde mir mal ein bisschen mehr davon wünschen. Also dieses... dass wir uns öffnen für das Schöne, dass wir auch das Schöne üben. Da frage ich mich, ob das auch mit den Entwicklungsstufen zu tun hat, dass das Schöne verloren gegangen ist mit der Moderne, wo alles nur auf Rationalität und auf Brauchbarkeit und Effektivität ausgerichtet ist. Vielleicht, also wenn man in die Kunsttheorien schaut, ich bin da jetzt nicht Spezialistin, aber was ich so verstanden habe, ist, dass der Schönheitsbegriff vor allem in der westlichen Welt, vor allem durch die Moderne, abgelöst wurde von einer Schönheit, die gleichzeitig Perfektion ist. Mhm. Einer Schönheit, die reproduzierbar ist. Eine Schönheit, die
Also es gibt natürlich auch technologische, also ich sag mal, metallene Strukturen von Hochhäusern, die irgendwie schön sind. Ja, es ist aber eine kältere Schönheit, eine reproduzierbare, eine perfektionistische. Genau, und ich denke zum Beispiel daran, an früheren Zeiten hat man Schnörkel in den Haustüren gehabt und man hat einen Vorgarten gehabt und 1000 Blumen drin und man hat sich die Zeit genommen, das zu machen. Und heutzutage werden die Vorgärten alle zugepflastert als Parkplatz. Und keiner will mehr die Zeit aufwenden, die halt einen Garten braucht. Ne? Und das ist wirklich, er braucht ziemlich viel Zeit, weil das bringt ja nichts. Da verdient man ja nichts. Oder ja, ne? Ist nicht, nicht ökonomisch umsetzbar. Und das habe ich eben drüber nachgedacht, dass das eben wahrscheinlich mit unserer Zeit zu tun hat. Und was du tust, ist praktisch das Wiederentdecken und auf eine Art und Weise, dass das selbst ein Mensch machen kann, der in der Stadt wohnt und der nicht unbedingt einen Vorgarten vor seinem Haus hat und noch nicht mal vielleicht einen Balkon. Genau. Deswegen ist es auch in Japan so beliebt, weil, also wenn wir jetzt in die Großstädte schauen, wie Tokio, da ist sozusagen schon ein Wunder, dass da ein Blumenhändler kommt und diese Blüten, die Blumen und Zweige bereitstellt für Ikebana. Aber das fällt wirklich auf, ja, in dieser großen Stadt. Und es, so war ja auch mein Zugang. Also ich hatte nur so einen Mini-Vorgarten und ich war große Gärten um mich herum gewöhnt aus der Kindheit, ja, oder dann auch in der Jugend. Ja, und es geht auch im kleinen Raum. Also es geht im kleinen Raum und es geht mit extrem wenig Material. Also das heißt, es passt auch in den Minimalismus. Und vielleicht jetzt, um nochmal diese Schönheit abzurunden, im Japanischen gibt es einen Begriff, der heißt Wabi-Sabi. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie man das betont, aber Wabi-Sabi. Und das meint eine Schönheit, die unvollkommen ist, die vergänglich ist und die sozusagen eine Schönheit unvollständiger Dinge. Und das ist ein völlig anderer Schönheitsbegriff, als wir es im Westen haben. Das heißt, es ist auch zum Beispiel, dass wir den goldenen Schnitt nutzen oder die Japaner, also der goldene Schnitt ist für Japaner völlig unnatürlich. Und es ist eher eine Fibonacci-Formel, ja. Fibonacci ist was? Also das sind diese, ich kann das ganz schwer beschreiben, da gibt es auch diese Zeichnungen, wo das so hoch geht und dann wieder so runter. Ich kann versuchen, dir was zu schicken. Mhm. Hochladen. Also, aber was besonders spannend ist eben, dass die Japaner genau dieses Unvollkommene und das Unvollständige schätzen und das trotzdem mit einer hohen Perfektion verbinden. Also es heißt jetzt nicht, dass das alles einfach mal da so hingeschludert sein darf, würde ich jetzt als Schwäbin sagen, sondern das ist eher so ein bereit zu sein, dass ich dann, ich versuche es sehr, sehr gut zu machen mit all meinen Fähigkeiten und die zu entwickeln und dann bin ich aber bereit, das, was nicht geht, zu akzeptieren. Ja, und da kommt mir auch noch die Idee, vielleicht auch die Möglichkeit offen lassen, dass es noch mehr dazu kommt. Denn wenn alles schon perfekt ist, dann ist ja keine Entwicklung mehr. Da ist ja nichts mehr möglich. Ne? Ja, genau. Es lässt einen offenen Raum. Genau, wo noch was entstehen kann. Genau. Das ist eine sehr schöne Lebenssicht, nicht? Sehr, sehr schöne. Zur Perfektion streben, aber sie nicht übertreiben, sondern immer noch Raum lassen zum Leben oder zum Weitergehen. Sehr schön, danke. Das habe ich jetzt schon aus unserem Gespräch herausgezogen, herausgelernt. Danke. Ich hatte auch irgendwo in diesem Philosophiebuch vorher nochmal gelesen, also auch heute Morgen. Und was ich ganz spannend fand, war, dass er einer der Sofu Teshigahara, der eben diese Schule gegründet hat, schreibt, dass das ein sehr männlich diszipliniertes Vorgehen ist, also so ein Streben nach mehr und auch mit einer sehr großen Genauigkeit. Ich denke, da sind wir auch sehr nah an dieser Zen-Praxis und gleichzeitig diese Bereitschaft sozusagen dieses Unvollständige zu umarmen. Also zum Beispiel, also, und er macht das an ganz vielem fest, also zum Beispiel, dass ich nur mit dem Material arbeiten kann, das mich eben gerade habe und es gibt nichts anderes.
Da gibt es einen Satz, den er sagt, ich würde, wenn ich keine Blumen und Pflanzen hätte, dann würde ich Erde mit Erde gestalten. Also, und dies kam beim Fahren durch die, also mit dem Zug durch eine Wüstenlandschaft. Also diese Idee, dass es egal ist, also ich kann Ikebana machen, selbst wenn ich nichts, wenn ich keine Pflanzen habe. Weil es ist, und das ist schon wieder ein Koan fast, ja. Also so ein, es ist ganz egal, es geht um das um diesen Prozess des Gestaltens aus dem, was ist. Und es macht eine Veränderung, weil danach ist es anders. Und in jedem Moment wird es anders, weil es auch betrachtet wird. Also sobald jemand anders es dann anschaut, ist wieder eine andere Perspektive darauf da. Also es ist sozusagen, das hört dann nicht auf, das ist nur eine Veränderung im Moment. Das finde ich eine sehr schöne Sicht darauf. Ja, und dann hast du auch gesagt, des achtsamen Gestaltens mit dem, was du hast, es nicht einfach benutzen, sondern mitgehen und sehen, was du aus dem Material, was du hast, oder aus der Pflanze, die du hast, oder auch aus der Erde, die du hast, was du daraus tun kannst, ohne es zu zerstören. Ja. Ja. Sogar manchmal vielleicht das Schöne herausholen noch, das noch Schönere herausholen aus dem, was sich noch nicht gezeigt hat. Genau. Ich habe hier zwar nicht Ikebana, aber ich habe was anderes hier. Oh. Das sind Jimmy Schief mal. Hallo. Oh, ich bin gut. Ja, der kommt dann öfter. Ja, meine auch. Ich habe auch zwei. Das, die Verbindung mit dem Leben, ne? Und das ist das Thema, und du hast es heute jetzt mit den Pflanzen beschrieben, aber mit den Tieren kann man das auch tun. Das braucht natürlich mehr Raum, würde ich sagen. Ja, in gewisser Weise auch mehr Sorge, weil du kannst die Blumen, wenn du nicht Ikebana machst und du hast kein Material, brauchst du dich auch nicht kümmern, aber um sowas musst du dich halt kümmern. Ja, absolut. Das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied, was es aber auch sehr schön macht, ja, weil es, wir sind ja in unserem Leben, wir gucken immer danach, was macht Sinn für uns, nicht? Und du hast jetzt beschrieben, was für dich Sinn macht, wenn du dich mit diesen Pflanzen beschäftigst. Und für andere Leute macht es Sinn, sich mit Tieren zu beschäftigen. Für andere Leute macht es Sinn, sich mit Autos zu beschäftigen. Das ist dann nicht lebendig, aber irgendwo ist es auch lebendig in dem Sinne, als es sich bewegt und man kann mitmachen und gestalten und alles Mögliche. Ja. Ja, ich überlege gerade, was vielleicht nochmal, also um auch nochmal so einen Akzent zu setzen, generell auf Künste oder auf, wie du sagst, auch die Praxis, also dieses Sein mit Tieren, das, also wie viele Facetten unser Leben bietet. Und ich möchte einfach auch nochmal alle dazu einladen, wirklich in sich selber zu forschen. Also was sind vielleicht auch meine Formen, wie ich in den Ausdruck gehen kann. Also eine Praxis kann ja, schildert ja auch immer wieder, ist ja einzigartig, die Kombination einer Lebenspraxis. Und dieses einfach auch offen zu sein, zu merken, mir fehlt da etwas und das zu tun. Und wenn das die, ich sag mal, das Restaurieren eines Oldtimers ist, es ist, also, dass wir auch da aus der Bewertung rausgehen, was jetzt gut oder schlecht ist, sondern einfach auch zu schauen, wo ist da meine Form? Genau. Das und ist ja auch ein Anliegen. Du hast ja von Material gesprochen, aus der man Kunst macht. Oder es muss ja nicht unbedingt Kunst in dem Sinne sein, wie es allgemein verstanden wird. Es ist Kunst für dich, in dem Sinne, dass du was schaffst. Ja? Und braucht nicht niemand hochdotiert kaufen, ja? Sondern einfach nur, dass es für dich Sinn macht. Und da gibt es sehr viel, ne? was man da verwenden kann. Und sowas wie Tiere, im Zusammensein mit Tieren, ist man natürlich anders gefordert, denke ich mal, als wenn man an einem Auto rumschraubt, weil gerade Tiere können einen auch ganz schön in die Schattenarbeit bringen, ja? Wenn du dann besorgt bist oder dich ärgerst oder all diese Sachen, die ja dann aufkommen, die kannst du ganz gut sehen. Ist nicht wie mit dem Partner, ein Partner widerspricht ja dann oder sonst was, ja? Das ist nochmal eine Ecke. Schwieriger, aber mit Tieren kann man schon ganz schön üben,
achtsam zu sein auf das, wie man sich selber verhält, was man denkt, was man fühlt und wo es hakt. Ja? Also ich finde es auch eine integrale Lebenspraxis. Aber nur durch deinen Beitrag heute kommt mir überhaupt die Idee, dass es das ist, sein kann, mit einem Tier zu leben oder mit mehreren Tieren. Und ich habe ganz viel draus gelernt. Ich hatte ja auch Schafe und alles Mögliche. Ja? Und ja, ich werde mir da mal drüber Gedanken machen, inwieweit es mein Leben gefördert hat auf integraler Ebene. Denn ich hatte ja irgendwann mal das Gefühl, ups, hier bin ich jetzt. Wie bin ich denn hierher gekommen? Ja? Bin ja irgendwie die Spirale hochgewandert und hatte keine Ahnung. Und das sind so viele Faktoren wahrscheinlich dabei in jedes Menschenleben. Und da kann das eines gewesen sein, ja? Die Verbindung mit der Natur, Verbindung mit Tieren, Verbindung mit Pflanzen, aber auch Beruf. Ne? Wenn du in den Beruf gehst, das ist ja auch eine integrale Lebenspraxis. Da möchte ich dich noch dazu fragen, du bist ja nun was ganz was anderes beruflich. Wie kann sich das so zusammenfinden? Wie kann sich das zusammenfinden jetzt oder wie? Generell, ja, wie kamst du da dazu? Das sind ja zwei völlig verschiedene Wege, ne? Und wie verbindest du das? Also ich kam ja dazu, weil ich genau das, was fehlte, sozusagen ergänzt habe. Also fehlte. Aber jetzt ist es auch Teil meines Berufs. Also das heißt, ich verdiene auch ein Geld mit Kursen. Also ich lehre auch, also ich übe mich auch als Trainerin. Mhm. Ich lerne auch aus dem Lehrersein im Ikebana für das Trainerinsein für Komplexität zum Beispiel. Umgang mit Komplexität. Das befruchtet sich. Mhm. Und es ist nicht zu unterschätzen, wie stark, also in Japan gibt es zum Beispiel Therapien, also eine psychologische Anwendung. Ikebana in der Therapie, es gibt es auch in Deutschland, habe ich jetzt schon Schülern auch gehört. Das heißt, das hat auch sehr viel, also dieser Zusammenhang mit Psychologie, der ist auch, also so, dass es für mich gar nicht anders ist, es ist sehr verbunden. Ja, ich hatte nur verstanden, soweit ich dich kannte, dass du auch mit deinem Mann zusammen noch ein Geschäft hast, was ganz was anderes macht, oder irre ich mich da? Ja, sicher, wir haben also steuerliche Unternehmensberatung. Ich bin vor allem Facilitator und Moderatorin und Trainerin. Sicherlich auch Coach und also jetzt könnten wir unendlich aufzählen. Aber der Kern ist letztlich, immer in die Begegnung zu gehen mit Menschen. Und ich habe das befruchtet sich gegenseitig. Also meine feinstoffliche Wahrnehmung habe ich wirklich deutlich trainiert. Durch diese wollte ich fragen, war das von Anfang an so oder hast du das dann zusammen gelernt sozusagen durch deine Entwicklung, das hineinzubringen? Ich kann das sehr schwer sagen. Ich glaube, das war nur einen Moment lang getrennt voneinander in meiner Wahrnehmung. Und dann war es immer zusammenhängend. Schwierig ist es darzulegen, also wenn gefragt wurde, diese verschiedenen Facetten von mir. Aber das war eigentlich immer die Sicht von außen. Für mich war das immer verbunden, weil das, in mir ist es unteilbar. Und ich würde sagen, dass es sich enorm, also dass diese Praxis für mich ein Riesengeschenk in meinem Berufs, in meinem Hauptberuf ist, definitiv. Mhm. Ja. Also eine Wahrnehmung für Räume zum Beispiel, meine Raumwahrnehmung und Wahrnehmung von Energien in Räumen, die habe ich extrem. Also die habe ich schon seit Jahrzehnten und die hat sich deutlich verändert, also nochmal weiterentwickelt. Und jetzt könnte man das natürlich integral erklären mit Modellen. Und ja, das ist sicherlich auch rückblickend erklärbar, je nachdem. Und ich glaube, die Praxis hat einfach einen großen Beitrag dazu geleistet, mich darin immer zu üben. Wann bist du denn an das Integrale herangekommen? Zu welchem Punkt deines Lebens? Die ersten Dinge sind mir im Studium begegnet, also diese eher sprachwissenschaftlichen Aspekte. Und dann habe ich es ganz lang aus den Augen verloren und ich kann es ganz schlecht zeitlich einordnen. Ich bin erst spät dazu gekommen, also ich würde sagen, vielleicht so 2008, 2009, wo ich wirklich angefangen habe, richtig viel zu lesen. Aber ich habe davor, also gut, ich kannte Graves Levels, ich habe Gebser gelesen gehabt vorher. Ich habe immer wieder
Also ich war jung, mit Jung mich sehr beschäftigt. Also ich habe sehr viel dieser Wurzeln gekannt und auch der philosophischen und religiösen Wurzeln. Aber Wilber selbst sozusagen ist mir einmal kurz begegnet, da war er nicht spannend im Studium und dann irgendwann war es halt auf dem Tisch. Aber ich würde nicht sagen, dass ich keine Landkarten hatte oder keine, mit diesen Denkern nicht in Verbindung stand. Und die Erfahrung ist ja im Allgemeinen so, wahrscheinlich deine auch, wenn man dann die Wilberschen Bücher liest oder die Landkarten bewusst vor sich sieht, da sagt man, ah ja, das habe ich ja eigentlich schon immer gewusst, aber jetzt weiß ich es richtig, ja, also jetzt hat man es deutlich und kann es benutzen als Tool auch, nicht? Ja. Denn vorher hat man so ein bisschen rumgeschwommen, aber so eine Ahnung hatte man davon ja schon im normalen Leben, ne? Ja, also für mich war es auch viel einfach bestätigen im Sinne von abhaken. Ja, genau, ach schön. Sehen andere auch so. Endlich ist es mal gut zusammengefasst. Genau, endlich hat jemand mal Wörter dafür gefunden, was bei mir immer so vage herumschwirrte, ja. Und dann plötzlich steht es schwarz auf weiß. Ah, toll, ja. Ja, genau, und für mich war es auch nochmal ein großes Geschenk, weil ich ja immer in dieser Verbindung von Ost und West unterwegs war. Ich habe auch eine Ausbildung als interkulturelle Trainerin zum Beispiel. Ich sehe auch ein Stück die Enge des Integralen, auch das kulturbedingte, die kulturbedingte Enge zum Teil der Theorien oder Theoretiker. Aber für mich war das ein Riesengeschenk, zu erkennen, dass da auch eine Theorie ist, die auch eine Anwendung findet und weiter geforscht wird, die immer wieder verschiedene philosophische und praktische Ansätze aus Ost und West verbindet. Weil das war bei mir ja mehr diese komische Daniela, also viele Studienkollegen haben nicht verstanden, warum ich Betriebswirtschaft studiert habe. Und ich hab ja auch so eine klassische Karriere gemacht, wirklich bis in Vorstand, ne? Also in der Industrie und dann auch im Softwareunternehmen. Und gleichzeitig habe ich Chinesisch gelernt oder jahrelang im Studium. Das haben die alle nicht verstanden. Oder dann Ikebana im Berufsleben. Ja, also ich weiß noch, meine letzte Anstellung, also ich war ja wirklich in der Geschäftsleitung und der Vorstand, das kann ich überhaupt nicht verstehen, Daniela. Ich meine, hey, du machst hier irgendwie, geht hier darum, wie wir dieses Softwareunternehmen hier jetzt nochmal darstellen und neue Shareholder gewinnen und das an die Börse bringen oder hier, wie wir den Markt in Asien ausbauen und dann machst du da Ikebana. Also der hat das nicht zusammenbekommen. Und für mich war das ein enormes Geschenk, dass das eben irgendwo schon sichtbar gemacht wurde. Und in mir kommen halt dann bestimmte Dinge stärker zueinander als andere. Aber es war für mich auch so ein großes, ach ja, ich bin gar nicht so komisch. Ja, und du bist sozusagen ein geborener Integrator, ne? Jemand, der die Dinge integriert. Und so erlebe ich dich auch in deinem Auftreten, dass du versuchst, die Arme weit aufzumachen und die Menschen mitzunehmen und sie irgendwie zusammenzubringen. Danke. Ja, sehr schön. Ja. Wir kommen schon so ein bisschen zum Ende, ne? Genau. Also ich möchte einfach mal euch alle einladen, die ihr zuschaut, wirklich zu forschen, wenn ihr auf eure integrale Lebenspraxis geht. Wo zieht es euch denn noch hin? Weil manchmal ist das etwas, was das Herz noch möchte. Also etwas, was euer höheres Selbst oder so vielleicht noch, wo es noch Ausdruck sucht, ich sage es mal so. Und selbst wenn ihr was findet, was noch in keiner integralen Landkarte beschrieben ist, was noch keine integrale Denkerin oder ein integraler Denker oder ein Guru tut, macht es trotzdem. Genau. Also das wäre so eine Aufforderung. Ich glaube, dann wird es reicher. Dann werden wir insgesamt reicher und dann ist das Integrale in der Welt. Und es passiert sowieso, ich weiß das, dann steht einfach nicht integral drauf. Aber genau. Seid mutig, also gerade wenn ihr auch noch neuer vielleicht seid in diesem Ansatz, auch auf euch zu vertrauen. Genau, und dass man auch Mut hat, es nicht zu bewerten und denkt, man müsste jetzt nur Meditation machen oder nur Gewicht heben, weil das der Maestro macht, ja. Aber es gibt viele andere Wege auch, die ebenbürtig sind, ja, und vielleicht sollte man gar nicht von ebenbürtig reden, weil da ist ja wieder unterschwellig eine Bewertung drin, sondern die zu dem gleichen Ziel führen, sagen wir es mal so rum. Ja? Ja. Und ich finde es, ich habe ja eine Weile lang das mit dem Singen gemacht, nicht? Musik ist ganz,
ganz sicherlich auch eine integrale Lebenspraxis, wenn man sie so führt, ja, wenn man sie Musik so wahrnimmt und so ausübt, dass es eine integrale Lebenspraxis ist. Also ein bisschen Bewusstheit muss schon dabei sein, würde ich denken. Ja, wunderbar. Und du hast vorhin das mit dem interkulturellen Coach angesprochen. Das fände ich auch nochmal ein sehr schönes Gespräch, darüber zu sprechen, wie weit sind unsere Theorien, unsere Philosophien und auch eben Ken Wilber kulturell bedingt. Denn als ich jetzt in Südafrika war, habe ich ja doch einiges anderes kennengelernt und da kamen mir doch manchmal Zweifel, ob man das einfach so übertragen kann auf den Rest der Welt, ja, und vielleicht uns mal Gedanken machen, wo die Grenzen sind. Und da hast du dich offensichtlich schon mit beschäftigt und das fände ich toll, wenn wir da in irgendeinem Kreis vielleicht mehrere Leute auch noch einladen können, die du kennst. Ja, eine schöne Idee und vielleicht auch, wenn wir mit der Frage hingehen, zu suchen, was sozusagen worauf weniger geachtet wird oder was fehlt. Manchmal sind es nicht immer ist es nicht einordnenbar, sondern manchmal ist es nur der Akzent wird sozusagen, also der Fokus wird zu sehr auf einen Bereich gelenkt und der andere geht unter, also die anderen gehen unter, also der Reichtum geht unter. Genau. Und das finde ich, und ich meine, das ist ja generell auch Kulturen, die untergehen, Sprachen, die verloren gehen. Also ich sag mal, ich denke, das ist auch ein Aspekt von Tradition sehen und Vielfalt wertschätzen. Genau. Ganz schön. Genau, ich habe noch eine Ergänzung zu dem, was ich gerade eben sagte, mit dem seid mutig und sucht nach dem, was durch euch raus Ausdruck finden möchte. Sammelt aber auch nicht wild alles. Also da spricht jetzt auch die Kontemplationslehrerin Daniela. Also Ikebana Kado ist auch eine Übung, etwas immer wieder zu tun. Eine ständige Wiederholung der gleichen Praxis. Auch das ist eine unschätzbare Bereicherung im Leben und wichtig. Also ein Hopping von integralen Lebenspraxisbestandteilen ist, kann man probieren, ja, aber es ist auch nicht so der Königsweg oder Königinnenweg, würde ich mal sagen. Das ist schön und das erinnert mich, dass ich seit ungefähr 30 Jahren eine integrale Lebenspraxis habe, die Abendrote zu beobachten und den Sonnenaufgang zu beobachten, was immer an der gleichen Stelle, also natürlich jahreszeitlich verschieden, aber von der gleichen Stelle aus und es ist immer anders und es ist immer schön. Ich weiß nicht, ob das gleiche in die gleiche Kategorie passt, aber ich sehe das jetzt so. Du hast mich geöffnet für das, was ich tue oder was ich erlebe, als integrale Lebenspraxis zu sehen. Während vorher dachte ich muss das Buch lesen und dann das machen und das machen und das machen und das machen. Ja, Daniela, ich danke dir ganz, ganz, ganz sehr, dass du mit mir darüber gesprochen hast und ich hoffe, das wird die Menschen auch erfreuen, die das hören und sie ermutigen, ihren eigenen Weg zu finden. Wir könnten noch ganz kurz, wenn du noch irgendwas ganz Wichtiges noch dir eingefallen ist, was du noch rüberbringen willst. Ja, ich möchte vielleicht euch noch einladen, auf die Webseite zu schauen. kado-ikebana.de, also www.kado-ikebana.de. Denn im nächsten Jahr, also in 2020, wird es auch ein Retreat geben, also ein integrales Kado-Retreat sozusagen. Und, vielleicht hat die eine der andere Lust. Wunderbar. Genau. Danke dir. Und dann integrales Forum, ne? Dann könntest du ja auch noch gleich ein bisschen Werbung machen. Sicherlich, also das ist ja sowieso integralesforum.org. Unser integrales Forum freut sich über Menschen, die neue Facetten reinbringen. Meldet euch bei mir, findet mich auf der Webseite, Kontakt und schaut einfach, was euch anspricht. Verschiedene Begegnungsmöglichkeiten, wunderbare Artikel, Salons, Initiativen, Konferenzen, unendlich viel. Genau, und eins davon sind wir heute, der Online-Salon des Integralen Forums mit Daniela Borschow. Dankeschön und bye bye. Danke, Heidi.